Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Moon Trash. Heute mit, wie heißt das Video? Naja, es ist die Fortsetzung vom letzten Mal. Mir ist noch nichts Schöneres eingefallen und ich bin jetzt irgendwie, ich bin mittlerweile irgendwie fasziniert von dem Bullshit. Kizua Videomaker, Sailor Moon Staffel 6, Glück für Bunny und Mamoru, das Leid für Seija. Seija ist back, Leute. Okay, ja, ich denke, ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Inuyasha, Sailor Moon Crossover, mal sehen. Rein in den Irrsinn. Made with Kizua. Link zum Originalvideo ist wie immer in der Beschreibung. Ich weiß gar nicht mehr, was genau zuletzt passiert. Ich glaube, Sailor Moon war tot und Seishomaru hat sie wiederbelebt, ne? Okay, wir haben Usagi. Freunde, ich bin so froh, bei euch zu sein. Minako, ja, jetzt bist du auch ein Halbdämon. Was? Ja, bist du jetzt auch ein Halbdämon? Ist das eine Frage oder eine Aussage? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah ja, okay. Kaede beantwortet: Nein, Minako, Bunny ist ein Mensch. Dum, dum, dum. Naja, so richtig ein Mensch ist sie ja auch nicht. Okay. Was? Also, Rey sagt dann: Ich bin froh, aber warum hast du. Aber warum hast du, wie du Sailor Moon war, ach, oh, wie du Sailor Moon warst, oh, also warum hattest du, als du Sailor Moon warst, ah, oh, ja, okay, ich lese den Satz jetzt aber mal so, wie er da wirklich steht, aber warum hast du, wie du Sailor Moon Wars, schwarzen Donnerschlag eingesetzt, ist eine Dämonenattacke, nice, ist eine Dämonenattacke, warte, ich probiere es mal, es funktionierte, was? Okay, das ist jetzt, Kaede sagt, das ist jetzt eine neue Waffe, nimm sie an. Okay, und da haben wir Seija. Seija. Aber warum ist sie doch wieder ein Mensch? Das kann ich nicht akzeptieren, was? Seija kann das nicht akzeptieren, ich bin gerade nicht ganz dabei. War das hier eine Seija Usagi Fanfiction oder nicht? Ich weiß es echt nicht mehr, es ist so lange her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Ich gucke mir das auch nicht nochmal an, das könnt ihr vergessen, Leute. Ihr müsst jetzt einfach mit meiner Spontanreaktion leben. Okay. Ich weiß wieder nicht, wer spricht, aber der Satz fängt an mit Mamoru. Musst du auch nicht, Bunny, Schatz, alles in Ordnung, Bunny, ja, mein Schatz. Okay, es ist wieder das Ding, man weiß nicht, wer spricht. Ich nehme an, Mamoru hat den ersten Satz gesagt. Okay, Rey spricht offenbar. Seija, das geht dich wirklich nichts an. Yaten und Taiki, kein Doppelpunkt. Lass Seija das nicht, deine Sache, Seija, ja. Oh. Ja, okay. Nicht ganz so Chibi Moon. Nee, es ist Chibi Moon. Nee, es ist eigentlich nur nicht ganz so Chibi Usa. Also eigentlich nur Usa, aber dann wär's ja Usagi. Haha, Seija, wenn du so weitermachst, mag ich dich nicht. Ich mag dich auch so nicht. Ja. Yeah. Sei nicht so frech, kleine Giftspritze. Endlich sagt's mal einer. Giftspritze, da warte. Also Seija hat das gesagt. Oh Gott. Ja, ich glaube, wer das hier geschrieben hat, mag Chibiusa nicht. Endlich mal jemand. Okay, Chibiusa verwandelt sich. Zuckerherzchen fliegt. Ich würde es ja für fragwürdig halten, dass sie echt eine Attacke einsetzt, nur weil sie beleidigt wurde. Andererseits sitzt die scheiß Zuckerherzen. Und da steht sogar Zuckerherzchen. Also es ist noch eine kleinere Variante davon. Nice. Au, au, au. Chibiusa, sagt Seija. Die Inas lachen. Luna wahrscheinlich auch, weil sie ist auch mit auf dem Bild. Inuyasha ist offenbar auch da und sagt, hört jetzt auf. Rey sagt, Bunny, warum hast du nur... Hast du nur uns angegriffen? Das bekommst du zurück. Was? Wann hat Bunny da angegriffen? Oh, wow. Das nächste Bild schießt alles ab. Okay, da steht eingefügt, na warte. Aber es ist bereits eine Textbox drin. Und was steht da? I think Sailor Mars and Sailor Moon were the closest friends out of the Sailor Scouts. Even if they argue... Kann ich nicht lesen. Amount of the time. Ach so, ja. Wow! Wow! Einfach nur wow! Wenn man schon so ein ungeeignetes Bild verwendet... Oh mein Gott, nee, da muss ich jetzt direkt drauf. Also, wenn man schon
unbedingt so ein Bild verwendet, wo so eine Textbox drin ist, was ich schon mal vom Prinzip her nicht ganz nachvollziehen kann. Warum bearbeitet man nicht dieses Bild, macht den Text erst komplett weg, dann hat man nur noch einen weißen Balken und in den macht man dann seine Schrift rein? Ach nee, das würde ja verlangen, dass man auch nur ein einziges Bild jemals mit einem Bildbearbeitungsprogramm, und damit meine ich nur Paint, bearbeitet. Das ist natürlich viel zu viel Arbeit. Das sehe ich ein. Muss man so nehmen und einfach drüber schreiben. Es geht nicht anders. Ist doch klar. Oh Mann, das wird wieder so ein Video, das ich teilen muss, ne? Ich merke das schon. Das ist so lange her. Usagi Reizov. Super. Aha. Ami und Binako, das haben wir vermisst. Moment mal kurz. Ich muss mal kurz schneiden. Hey, da musste ich mal kurz niesen. Das ging nicht anders. So, weiter. Plötzlich bricht Bunny zusammen. Mamoru fing sie auf. Rei, hör auf, das war zu viel. Also es wirkt jetzt so, als würde Mamoru hier Rei ansprechen. Er sagt, Rei, hör auf, das war zu viel. Dem bisherigen Schema folgend könnte es aber genauso gut heißen, Rei, Doppelpunkt, hör auf, das war zu viel. Man weiß nicht, wer spricht. Ich nehme mal an, Mamoru spricht, aber man weiß es nicht. Es ist furchtbar. Ray sagt, Bunny, fehlt dir was? Okay, dann spricht Inuyasha und sagt, rickt sie für heute nach Hausen. Nach Hausen. Das erste heißt wahrscheinlich bringt. Sango sagt, Bunny bracht Zeit. Bunny brachte Zeit, Bunny braucht Zeit, wer weiß. Mamoru nimmt jedenfalls Bunny. Zeit und Raum bringt uns nach Hause. Wer sagt das? Oh. Rote Textbox. Mamoru und die anderen bringen Bunny ins Krankenhaus. Da wird sie untersucht und in ein Zimmer gebracht. Die Starlights nicht. Die suchen eine Unter. Moment, nein, ich muss das ohne Komma vorlesen. Da steht nämlich kein Komma. Mamoru und die anderen bringen Bunny ins Krankenhaus, da wird sie untersucht in ein Zimmer gebracht, die Starlights nicht, sie suchen eine Unterkunft, der Doktor sagt, Herr Chiba, ihrer Frau geht es soweit, waren die schon verheiratet? What? Ich hab den Anfang nicht mehr ganz im Kopf. Ihrer Frau geht es soweit gut und herzlichen Glückwunsch, sie weh den Vater und ging. Ja, Chibiusa ist im Anmarsch. Ah. Was, ich werde Vater? Oh, Bunny Schatz, ich freue mich. Ging zu den anderen raus. Freunde, Bunny und ich bekommen ein Kind. Jetzt sofort. Wahrscheinlich. Das wäre witzig. Das traue ich denen auch zu. Okay, man weiß nicht, wer spricht. Irgendwer von den Inners. Das ist ja schön, glücklich. Und gingen auch nach Hause. Sie kommen morgen wieder. Lassen die beiden jetzt allein. Allein. Bunny wacht auf. Sagt Mamoru, Mamoru, Bunny. Wer spricht? Das ist ja fürchterlich. Bunny wacht auf und sagt, Mamoru, Mamoru, Bunny Schatz, wir bekommen ein Kind. Bunny, ist das wahr? Ich bin so glücklich und schlafen zusammen ein. What the fuck? Ich habe keine Ahnung, wer was gesagt hat. Am anderen Morgen kommt Luna. Luna ist geil. Luna. Durch das offene Fenster rein. Mamoru Bunny. Okay. Mamoru Bunny. Wahrscheinlich. Ich nehme an, dass Luna spricht. Sie wurden wach. Hallo Luna. Ich weiß nicht, wer spricht. Ray hat es mir gesagt. Ich freue mich für euch. Beide. Danke, Luna. Jetzt nicht mehr Luna. Bunny kommt, gehen nochmal zum Doktor und dann zu den anderen. Mamoru, ja. Kein Punkt, überhaupt keine Satzzeichen. Man könnte das so viel einfacher mit ein paar Doppelpunkten machen. Bunny, wahrscheinlich spricht sie. Hallo Freunde, alles gut, alles an, was, alles gut, anderen, alles gut und bei dir, wir freuen uns, oh Alter, dieser Satz. Hallo Freunde, alles gut, anderen, alles gut und bei dir, wir freuen uns für euch, Bunny, danke. Wer spricht? Oh, da ist Seiya. Hallo Leute, was ist bei euch los? Ihr seid nicht leserlich. Mako sagt, Bunny und Mamoru bekommen ein Kind. Oh, das wird ihm nicht gefallen. Oder ihr. Oh, Glückwunsch. Denkt sich, oh nein, dann habe ich keine Chance mehr. Das hast du gut erkannt. Ah, die Autas. Von uns allen auch ihr
König und Königin und Bestdentra. Keine Ahnung, ich kann es nicht lesen. Da sage ich jetzt auch nicht mehr jedes Mal was dazu, weil ich es nicht lesen kann. Okay, Usagi und oder Mamoru, los, gehen wir zu den anderen und sagen die fröhliche Nachricht. Wer ist denn jetzt noch übrig? Taiki, Doppelpunkt, ich freue mich für euch. Yaten sagt leise zu Seija, hör auf und freu dich für die beiden. Seija, Doppelpunkt, ja, aber Taiki, nicht... Oh, aber Taiki, Doppelpunkt, nichts aber, komm. Mach endlich klar, wer spricht, es ist fürchterlich. Was? Wir sehen einen Kuss, Raum, Zeitschlüssel bringen uns ins Mittelalter. Also das ist hier, der Satz läuft so, Raum und Zeit bringen uns ins Mittelalter. Ne, moderner deutscher Satzbau, Subjekt, Prädikat, Beleidigung, Alter. Okay, die ganze Inuyasha-Crew sagt, hallo. Ich stelle mir das vor, wie sie alle so derpy, wie so in der Grundschule im Chor sagen, hallo. Ach ja, richtig, die waren ja verwandt. Oh Gott. Minako sagt, Inuyasha, hallo, deine Schwester hat eine freudige Nachricht für dich und du und Seishomaru werdet Onkels. Und Shingo auch, irgendwie. Aber den haben sie wieder vergessen. Für den interessiert dich keiner. Ah, wieder die ganze Inuyasha-Crew. Ah, was? Die Textbox ist geil. So, wir sind ungefähr in der Mitte des Videos und es sind schon 10 Minuten rum. Also würde ich sagen, wir bleiben bei Avas. Und ja, machen hier einen Schnitt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren und was ihr nicht sonst so alles macht. Und nächste Woche geht's weiter mit Avas. Ciao.